Zum Start wird ein weißes DIN A4-Blatt auf einen harten Boden gelegt. Um die Ferse gut sichtbar zu machen, werden die Socken ausgezogen und die Hosenbeine am besten ganz bis zum Knie hochgekrempelt. Bevor es losgeht, wird zum Test einmal nur das weiße Blatt erfasst. Nun wird der rechte Fuß mittig auf das Blatt gestellt. Der linke Fuß steht fest daneben. Dann werden die Ecken des Blattes mit dem Smartphone eingefangen. Zuerst von hinten und dann von vorne. Anschließend wird das Ganze mit dem zweiten Fuß wiederholt. Das ist wichtig, denn es ist ganz normal, dass die beiden Füße unterschiedlich groß sind. Um die bestmögliche Schuhgröße empfehlen zu können, müssen wir also ermitteln, welcher Fuß der größere ist. Während des Messprozesses hilft die Bildschirmanzeige dabei, das Blatt richtig zu erfassen. Als Ergebnis wird dann die perfekt passende Schuhgröße für das ausgewählte Modell angezeigt und kann direkt in den Warenkorb gelegt werden.